Nehmen und Geben. Mini-Hörspiel von Claudia Falk. Banküberfall. Hände hoch oder ich zeige euch an. Oh, oh Gott. Oh nein. Sie hatte lange genug in dieser Privatbank gearbeitet, um zu wissen, wann die Kasse besonders gut gefüllt war. Und vor allem wusste sie, wie sie die Überwachungskameras ausschalten konnte. Unsere Bankräuberin hat sich hübsch herausgeputzt für diesen Tag. Statt Business-Kostüm und Pumps trägt sie Clowns-Kostüm und rote Nase. So, Dalli, zack, das Geld in die Tüte. Unsere Bankräuberin ist keine Verbrecherin. Sie ist nur wütend auf ihren Chef, der sie gezwungen hatte, Kundenrisikopapiere anzudrehen. Die waren nach einem Jahr nichts mehr wert und die Leute pleite. Und das muss bestraft werden. Schneller, die kleinen Scheine auch! Na, geht doch! Hey, Penner-Lady, heute ist dein Glückstag. Achtung, fang auf! Hey, das gibt's doch nicht! Das sind mindestens... Was ist schon ein Banküberfall, verglichen mit dem Handel von verbrieften Papieren? Gar verglichen mit der Gründung einer Bank. Nehmen und Geben. Mini-Hörspiel von Claudia Falk. Die Rollen und ihre Sprecherin. Erzähler Claudia Falk. Penner-Lady Sabine Hartmann. Bankräuberin Svenja Schorn.